Hallo an alle, also willkommen bei dieser Session zu Do and Don'ts bei der Komponentenentwicklung für Joomla 3.4. In dieser Session wende ich mich hauptsächlich an Entwickler, die mit der Entwicklung noch nicht so vertraut sind. Die Profis werden bei mir nicht so viel mitnehmen können, denn die wissen alles selber. Aber vielleicht kann ich euch einen kleinen Stachel ins Gewissen setzen, der sich meldet, wenn ihr bei der Entwicklung ein bisschen daneben langt. Ich bin Christiane Meierstatter aus München. Ich bin ein, wie ihr sehen könnt, älteres Semester und hatte viele Jahre Erfahrung in Softwareentwicklung und Softwareprojektleitung. Allerdings bin ich erst 2009 zu Joomla gekommen und habe damals, wie viele andere auch, über meine Vereinsseite angefangen, selber eine Komponente zu entwickeln. Damals auf Version 1.5 und das ging eigentlich ganz gut, aber zur Version 1.6 hin hat sich ja Joomla von Grund auf und vollkommen gewandelt. Ich wollte dann richtig sauber mit dem Framework arbeiten und es gab keine deutschsprachige Literatur zu dem Thema. Also habe ich mich mit zwei Kollegen zusammengetan und wir haben ein Buch zur Komponentenentwicklung, zur Entwicklung generell geschrieben. Mein Teil war die Entwicklung von Komponenten. Seitdem habe ich das immer mehr ausgebaut und es macht mir immer mehr Spaß. Und ich arbeite jetzt seit 2014 mit Benjamin Trenkle, der mir wahnsinnig viel beigebracht hat und bei dem ich mich da besonders herzlich bedanken möchte. So, jetzt würde mich interessieren, wer ihr eigentlich seid. Darf ich fragen, wer von euch schon selber eigene Komponenten programmiert hat? Okay. So. Warum ich gerne mit Joomla arbeite, das ist, weil es ein Framework gibt, auf dem man aufsetzen kann. Wir haben im Vortrag vorher gehört von den Entwurfsmustern. Und dieses MVC-Entwurfsmuster, das in Joomla zwar nicht ganz nach dem Stand der Kunst, aber doch ziemlich konsequent eingehalten wird, ist eine wunderbare Basis, um darauf aufzusetzen. Joomla ist ein Framework, basiert auf einem Framework, das wie ein fertiges Bürohochhaus ist. Man braucht bloß einziehen, stellt seine Möbel auf, hängt Bilder an die Wand und es ist alles da und es funktioniert alles, wenn man nicht dagegen arbeitet. Was natürlich besonders wertvoll ist, ist die Community. Und ich möchte auch da was zurückgeben. Deshalb supporte ich auch viel in Joomla-Foren. Da kennen mich vielleicht die einen oder anderen. Da bin ich als First Lady unterwegs. Und habe auf dieser Basis Anfängerfragen beobachtet. Ich schaue in den Foren vor allem auf Fragen, die sich auf die Entwicklung beziehen und habe hier Fragen herausgruppiert und herauskristallisiert, auf denen ich jetzt eigentlich aufsetzen möchte. Ich bringe keinen Code, ich zeige euch nicht, wie man eine Komponente aufbaut oder schreibt. Das macht nachher der Viktor. Ich will euch nur eine Startbasis geben und auch Sachen bringen, die ihr im Hinterkopf behalten solltet, wenn ihr dann mit der Entwicklung richtig vorankommt. Wer mit der Komponentenentwicklung oder mit der Entwicklung von vor allem Komponenten anfängt, sollte gewisse Grundkenntnisse haben. Natürlich sollte Joomla lokal installiert sein. Remote entwickeln ist ziemlich umständlich.
PHP-Grundkenntnisse, MySQL-Grundkenntnisse und objektorientierte Programmierung sollten ebenfalls zumindest ansatzweise da sein. Und als letztes Lernbereitschaft und ganz, 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 ganz viel Geduld und Durchhaltevermögen habe ich zumindest gebraucht. So, die erste Fragengruppe, die es gewöhnlich gibt, und die setzt jetzt eigentlich direkt auch auf dem Vorredner auf, der von den Entwurfsmustern gesprochen hat. Das ist, dass der Anfänger sich sein Joomla installiert, die Verzeichnisse anschaut und vor einem Wust steht und dann vielleicht anhand eines Tutorials anfängt zu programmieren. Und dann kommt schon oft die Frage, also ja, können die denn nicht geradeaus programmieren? Das ist doch so ein Durcheinander, jetzt fange ich hier an und das steht ganz woanders. Ja, dann fehlt es an den Grundkenntnissen zum objektorientierten Programmieren. Oder es fehlt an deiner Entwicklungsumgebung. Und das ist jetzt das Erste, was ich jedem kommenden Entwickler ans Herz legen möchte, dass er sich eine Entwicklungsumgebung einrichtet, und zwar nicht nur einen PHP-Editor, sondern kann sich im Prinzip jeder aussuchen, aber es hat sich dann irgendwie doch PHP Storm und NetBeans als meiner Meinung nach die besten Entwicklungsumgebungen herausgestellt, denn sie müssen ja nicht nur Code hervorheben können, das kann jeder PHP-Editor, sondern sie müssen auch den Anschluss zu GitHub ermöglichen, zum Beispiel, müssen oder sollten es ermöglichen, mit dem XDebug-Programme so richtig durch und durch zu debuggen. Und vor allem sollten Sie auch die Möglichkeit haben, Code sniffen zu lassen. Das klingt etwas komisch, aber gerade Anfängerprogrammierer neigen dazu, sich irgendwas zusammen zu kopieren und dann wieder zu kopieren. Und irgendwann heißt das im Englischen Code Smells. Also es ist einfach nicht mehr sauber. Dazu gibt es Codesniffer, die nach festen Regeln arbeiten, nach festen Regeln prüfen, wie ein Code aufgebaut werden soll. Joomla hat selber Codesniffer-Regeln. Das heißt, wenn ein Code nicht dem Standard genügt, dass er bestimmte Leerzeilen einfügt, dass zum Beispiel zu eng programmiert wird, dass keine Leerzeichen zwischen Konkatenationspunkten stehen, das mosert der Codesniffer an und zeigt genau die Zeile, an der Stelle hast du kein Leerzeichen zwischen den Konkatenationszeichen. Das ist sehr nützlich und zumindest dann notwendig, wenn man den Code weitergeben will. So, der nächste wichtige Punkt ist, dass man sich Manuale liest, und zwar die richtigen. Es gibt wahnsinnig viele Tutorials, deutsche, und die Deutschen suchen natürlich gerne nach deutschsprachigen. Aber ihr wisst oft nicht, wie alt das Zeug schon ist. Und deshalb kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich was sucht, verwendet die offiziellen Manuale. Für PHP, für MySQL, für Joomla sowieso. Das ist die sicherste Quelle überhaupt. Ja, sehr nützlich, was auch mein Vorredner schon gesagt hat, ist Stack Overflow. Also eigentlich unentbehrlich. So. Und jetzt, wenn man das Entwicklungsumgebung aufgebaut hat, ist der erste Schritt, sich einmal durchzuhandeln, ist einfach zu erforschen. Man kann sich die Klassen anschauen
und sich weiterführen lassen. Jede Entwicklungsumgebung hat einen Navigator und führt bei einem Klick auf eine Methode, einen direkt zu dieser Methode. Und schaut euch den Code an. Sagt nicht einfach, ja, da steht, ich muss HTML-Link machen, sondern schaut halt rein, was macht denn das bei dem Link? Dann könnt ihr nämlich ganz anders damit umgehen und ganz anders Fehler finden auch. Wir haben jetzt also auf unserem großen Monitor die Entwicklungsumgebung, sämtliche benötigten Manuale parallel und jetzt kann es losgehen. So. Nun fängt also das an, dass man in Joomla eigentlich schon alles fertig hat. Man hat das komplette Bürogebäude und braucht nur einziehen. Aber man muss sich mit dem Entwurfsmuster auch ein bisschen auseinandersetzen. Und da kommen dann die Fragen, boah, ich will doch bloß eine Tabelle ausgeben. Wozu brauche ich jetzt eigentlich das ganze Zeug? Und da steht Controller, ja, der macht ja gar nichts, da steht ja nichts drin. Das ist ja nur die Klasse und kein Code. Ja, stimmt schon. Aber dazu muss man eben erst verstehen, dass schon alles da ist. Das Framework, die Entwickler haben sich ja was dabei gedacht. Die wissen ja, was normalerweise gebraucht wird. Die wissen, dass eine Liste zuerst mal ein Model braucht. Es ist alles da. Ihr müsst aber wissen, was da ist. Und und könnt auch, wenn ihr für euch selber programmiert, euch eine verhalten, wie ihr wollt. Ihr müsst euch nicht an diesen Standard halten. Wer für sich selber was macht und sicher ist, dass er es nie weitergibt, kann eine Hütte schief und krumm zusammennageln und einfach alles in den Controller schmeißen. Nur, es rächt sich irgendwann und da könnt ihr sicher sein. Spätestens, wenn die nächste Version kommt. Also sollte man sich schon vorher Gedanken darüber machen, wie das Gebäude ausschauen soll und sich eben an den Standard halten. Ist man immer auf der sicheren Seite. Jetzt, wie gesagt, wenn ihr Code für euch selber schreibt und sicher seid, dass es nicht rausgeht, ist mir wurscht, schreibt ihr die Kommentare, zum Beispiel polnisch. Nur, wenn ich dann diese Komponente weiterführen soll und das ist mir passiert, dann stehe ich da mit den polnischen Komponenten und ich kann kein Wort polnisch. Also ich weiß schlicht und einfach nicht, was in den Variablen drinsteht, wenn die irgendwie so brummt heißen. Es ist, selbst wenn man ganz schlecht Englisch kann, es ist durchaus möglich, sich einzelne Wörter aus einem englischen Dictionary rauszuziehen. Und dann kann man auch das Framework arbeiten lassen, denn das Framework spricht Englisch. Das Framework weiß, wenn die Komponente My House heißt, dann ist der Plural My Houses und alles läuft wie am Schnürchen, alles automatisch, denn das Framework ist einfach darauf eingestellt. Wer aber deutsche Namen verwenden will, der hat damit zu tun, dass Deutsch keine so schön standardisierte und formalisierte Sprache ist, sondern dann kommt er dahin, dass seine Komponente heißen soll My Cactus oder My Atlas. Ja, und was macht er dann mit dem Plural? Dann müsste der Plural My Atlanten heißen. Und es geht natürlich, geht. Aber es geht nicht von selber. Dann muss man wissen, wo man diese Namen ans Framework weitergibt. So, und was eben auch manchmal gefragt wird, das ist, was ist mit Komponentengeneratoren? Kann man die einsetzen? Spart man sich doch eine Menge Arbeit. Und ich habe Generatoren, einige selber
ausprobiert. Ganz am Anfang, als ich mit der Programmierung angefangen habe schon, weil ich mir eben auch den Aufwand sparen wollte. Und habe jetzt auch wieder einige angeschaut. Und es ist so, für so normale Standardsachen ist der Code ganz okay, der da generiert wird. Man kann das durchaus sich was generieren lassen und dann als Muster nehmen. Aber die Generatoren müssen für alle Fälle sozusagen vorbereitet sein und alles Mögliche generieren, was man am Ende gar nicht braucht. Das schadet nichts. Nur finde ich für mich, ich will schon wissen, was ich habe. Ich mag das nicht, wenn ich über Mengen von Code stolpere, bei denen ich eigentlich nicht weiß, was das tut. Also ich kann da sagen, jeder wie er will. Es bringt meiner Meinung nach am Ende nicht viel Zeitersparnis, wenn man selber ernsthaft programmieren will. Dann komme ich zu einem Teil, der mir wahnsinnig wichtig ist und den ich selber, also nur zugegeben, mit etwas Schmerzen gelernt habe. Der heißt, kopier dir keine Codeschnipsel. Wenn du nicht genau weißt, wenn du nicht die Qualität beurteilen kannst. Es gibt Code, der schon sehr alt und sehr lange im Umlauf ist. Und das heißt nicht, dass alter Code schlecht ist, überhaupt nicht. Es gibt Komponenten, die laufen so lang wie Charlies Tante und sind immer noch wunderbar. Ich möchte nur, dass keiner jetzt für eine Neuentwicklung alten Code kopiert. Für eine Neuentwicklung soll man schon sicher sein, dass man auf dem aktuellen Standard aufsetzt. Und alten Code zu erkennen, ist aber eine Kunst. Ich weiß, es gibt bestimmte Standard-Sachen, also zum Beispiel, wenn irgendwo in einem Code steht G-Request, dann weiß ich, alt, brauche ich nicht mehr machen, dann G-Request ist deprecated. Das funktioniert vielleicht noch, aber es wird ganz bestimmt nicht mehr lange funktionieren. Und solche Deprecated-Methoden zu verwenden, ist überaus wichtig. Und Joomla unterstützt das. Da gibt es eine eigene Seite dafür. CMS3, Deprecated-HTML. Dort sind alle Deprecated-Methoden aufgeführt. Das muss man aber nicht anschauen, das muss man nicht wissen. Denn im Code von Joomla steht, welche Methoden deprecated sind. Und wenn man mit der Entwicklungsumgebung arbeitet und sich von einer Methode in die andere vorhandelt, dann sieht man das. Hier zum Beispiel. Ja, das kommt doch. Dann gibt es so, wenn Sie irgendwo im Code ein DS finden als Trainer für Pfadnamen, dann ist das auch alt. Es geht und es funktioniert, wenn man es entsprechend definiert, aber man sollte das nicht mehr verwenden. So, und jetzt ganz wichtig, also kopieren ist erlaubt. Die Lizenz sagt ausdrücklich, es ist erlaubt, alles zu kopieren, zu verwenden, zu verbessern. Man muss es nur wieder weiter offen lassen. Die Preisfrage ist, wie erkennt man eine gute Quelle? Und da kann ich eigentlich nur sagen, ich weiß es nicht. Es wächst mit der Erfahrung. Wie ich schon gesagt habe, es gibt Code, wenn zum Beispiel eine Extension vorliegt, die seit Version 1.5 im Einsatz ist, dann kann das sehr guter und stabiler und zuverlässiger Code sein, aber ich würde ihn jetzt nicht kopieren, um eine neue Extension aufzubauen.
Also kopiere den Text, wenn du möchtest, aber sei sicher, dass du weißt, was du kopierst, was es macht. Und ich habe da selber schon also sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Ihr kennt da vielleicht alle, dass man in Backend das Tabellensortieren einfach kopiert. Man hat seine Backend-Liste. Man weiß, wenn ich auf die Tabellenzeile klicke, dann sortiert mir das neu. Perfekt. Man kopiert das, denkt besser nicht drüber nach, es funktioniert einfach. Aber dann kommt die Frage, jetzt bin ich im Frontend, ja, wieso sortiert das jetzt nicht? Naja, weil man Code kopiert hat, ohne zu wissen, was er macht. Weil man dann eben genau die eine Stelle findet, an der eine Variable übergeben wurde, die einem leider nicht bewusst war. So. Und die beste Quelle, um etwas zu kopieren, ist natürlich Joomla selber. Also ComContent ist ja ein unerschöpfliches Reservoir eigentlich für Kopiervorgänge. Aber manchmal ist es echt schwer, diesen Code dann auch zu sehen und zu verstehen. Und mir hilft inzwischen am besten, wenn ich Code umbreche. Da wird alles sonnenklar, was erst eine Wurst ist, in der man überhaupt nichts erkennt. Der Code in Joomla verbessert sich aber laufend. Also inzwischen finde ich schon fast keine solchen Stellen. Also ich muss jetzt schnell was sagen. Es ist so, ich bin taub und ich verstehe keine Fragen. Also, vielleicht kannst du deutlich sprechen, dann ist es von der Lippe ab. Also, probieren wir es mal. Das klären wir aus. Okay. Also, wir können am Schluss. Zusammen mit diesem Kopiervorgang ist es so, dass ich ziemlich fanatisch bin, was Codequalität angeht, was schönen Code angeht. Code ist Poesie und es ist so, dass gefrickelter Code genauso stabil und genauso arbeiten kann, das behaupte ich nicht. Es hat damit nichts zu tun, aber schönen Code zu lesen ist einfach ein Genuss. Und vor allem nach 6 Wochen oder nach 6 Monaten, wenn ihr den gefrickelten Code wieder vor euch habt und denkt, zum Teufel, was war das jetzt? Dann würdet ihr das sehr günstig finden, wenn ihr gleich von Anfang an schönen Code schreibt. Das kostet nicht mehr Zeit, als zu frickeln, wenn man sich's gleich von Anfang an angewöhnt. Aber es spart hinterher unter Umständen eine ganze Menge Zeit. Bei Namenskonventionen, das ist auch so was, ein PHP-Editor oder eine IDE hat eine Autocomplete-Funktion. Es ist nicht notwendig, Buchstaben einzusparen, indem man nur zweibuchstabige Variablennamen vergibt. Da sollte man schon richtig in die Vollen langen und das ist egal, wie lang diese Variablennamen werden, das wird einem dann schon wieder automatisch vorgesetzt. Bei Kommentaren, es ist schwierig, denn vieles ist selbsterklärend. Oft ist es so, dass gut geschriebener Code besser ist als falsche Kommentare dazwischen. Aber trotzdem, also wenn man Code weitergeben will, dann sollte man sich schon die Mühe machen, irgendwelche Ausnahmefälle sorgfältig zu dokumentieren, und zwar auf Englisch. Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr sauberen Code wollt und wenn ihr euch an den Joomla-Standard halten wollt, dann setzt den Codesniffer ein. Das ist eine Sammlung von Regeln, die euch einen Tritt geben, wenn ihr dagegen verstoßt. So, der nächste sind die Fragen, bei denen ich dann sagen muss,
Ja, schön, du musst eben debuggen. Debuggen ist dabei eine Kunst. Oh, pardon. Und aber als Vorbereitung eines jeden Programmiervorgangs stellt man den Debugger auf On in der Konfiguration. Das bremst zwar etwas, aber das ist einfach eine vernünftige Sache und schmerzlos und nichts weiter zu tun. Systemmeldungen müssen auf erweitert stehen oder auf Programmier- oder auf Entwicklung, glaube ich, heißt das. Denn wenn man Warnungen und Notices unterdrückt am Anfang, kann das recht peinlich werden, wenn es beim Kunden ist und der seine Systemmeldung auf erweitert gestellt hat. Dann kommen diese wunderschönen Warnings, die zwar nichts ausmachen, aber einfach schrecklich ausschauen und ein Zeichen dafür sind, dass man eben an einer Stelle ein bisschen geschlampt hat. Ferner gibt es ein Debugger-Plugin in Joomla. Und das kann man so einstellen, was sehr nützlich ist, dass man zum Beispiel auch, wenn eine Komponente schon beim Kunden ist, den Debugger einschaltet, aber nur selber sehen kann. Das sind die Maßnahmen, die schon da sind und die man einfach einschalten kann. Was man im Code machen muss und kann, das ist protokollieren. Dafür hat Joomla eine Klasse namens Glog. Mit der kann man alles mitschreiben, was man haben will und kann dann eben auf diese Art auch Tests wiederholen und weiß genau, wie bin ich jetzt eigentlich zu diesem Ergebnis gekommen, was man ja leicht vergisst, wenn man sich einfach durchklickt. Wenn man Messages ausgeben will, verwendet man das EnqueueMessage und nicht mehr das früher im gesamten Code verbreitete G-Error. Das ist deprecated. Also hier seht ihr eine dieser Meldungen, die im Code stehen, und die sagen, diese Methode ist deprecated, use PHP Exception. Das ist natürlich noch ein Grad mehr und das verwende ich eigentlich nicht konsequent, muss ich sagen. Ja, die nächste Stufe, das geht schon ziemlich in die Vollen, das ist Xdebug zu verwenden. Xdebug ist ein Zusatz in der Entwicklungsumgebung und der erlaubt es, in den Komponenten an den richtigen Stellen Haltepunkte zu setzen, zum Beispiel auch Einzelschritt-Debugging zu machen, in Methoden rein- und rauszuspringen. Das muss man sich auch erst erarbeiten. Und das ist sehr wertvoll, wenn man nicht genau weiß, was eigentlich vorgeht. Man kann ja in den Joomla im Framework Haltepunkte setzen. Und dann genau schauen, was habe ich jetzt eigentlich in den Variablen stehen, was steht eigentlich in meinem Filter, was steht eigentlich in der Applikation. Es ist dann alles da. Eine schnelle und früher von mir verabscheute Methode ist das Echo-Debugging. Darüber habe ich also früher nur gelächelt und fand das einfach unprofessionell. Aber inzwischen habe ich festgestellt, dass es das Schnellste ist. Und man muss es halt richtig verwenden. Also es ist zum Beispiel sinnlos, Echo irgendwas in den Controller zu schreiben und dann das weiterlaufen zu lassen, weil es dann einfach nicht rauskommt. Das an der richtigen Stelle einen reinzuschlagen und dann zu schreiben Exit, dann geht das oft sehr schnell. Aber wie gesagt, es muss jeder seine Methode finden. Nur ohne Debugger ist keine Entwicklung möglich, das ist klar.
So, jetzt eine ganz andere Geschichte, die richtig in die Entwicklung selber reingeht. Wir schreiben ja den Code und viele schreiben dann, ich habe jetzt ein Inputfeld programmiert und ich habe jetzt eine Selection programmiert, schön mit allen Options. Das tut man eigentlich nicht in Joomla. Denn Joomla ist, oder jedes Content Management System ist eine Maschine, die Datenbankinhalte auffängt, Parameter reinnimmt und alles verwurstet und einen HTML-Code ausgibt. Das ist der Sinn eines CMS. Deshalb ist es ganz klar und logisch, dass Joomla auch HTML-Code selber erzeugen kann, und zwar gut. Es gibt da zwei in den Libraries, GHTML und das ist eine Art Wundertüte, die einem fast jeden denkbaren HTML-Code erzeugt, wenn man nur die richtigen Parameter einfüttert. Manchmal ist das, denkt man sich ja, also ich kann jetzt wirklich echt selber einen Link zum Beispiel in den Code reinschreiben, Klammer auf, HTML ist gleich, wozu brauche ich jetzt eigentlich das, die HTML? Und na gut, man braucht das nicht, es funktioniert so und so. Aber stellt euch vor, es ändert sich was in Joomla. Wenn ihr die Klasse verwendet, ihr füttert die Parameter ein und es kommt richtig raus. Wenn ihr das aber selber geschrieben habt, dann müsst ihr auch selber immer daran denken, das nachzuziehen, wenn es notwendig sein sollte. Bei diesem Beispiel hier, das war, ich wollte hier so Icons ausgeben und der HTML-Code für ein solches Icon ist eben Image, dann kommt das Zeug, was in die Tooltips stehen sollte und das kann ich natürlich selber schreiben, ich kann den Code so entsprechend schon generieren, aber bequem und sauber ist es, das mit Attributen reinzufüttern und erzeugen zu lassen. Das ist auch so eine Stelle, das sieht man jetzt schlecht, das seht ihr wahrscheinlich schlecht. Ja, das ist das Erzeugen des Datums. Man kann man verwendet am besten, man lässt ein Datum bei der Ausgabe von Joomla erzeugen und verzichtet auf eigenes Gefrickel mit Formatierung und eigenen Tagpunkt, Monatpunkt. Also Joomla die Arbeit machen lassen. Und jetzt noch etwas, was ich allen ans Herz lege. Das ist sicher und sicher zu programmieren. Auch dafür gibt es Standardverfahren und pauschal gesagt ist das Filtern, Casten, Quoten und Escapen. Wer das alles macht und sicher und zuverlässig und immer macht und sauber, von Anfang an sauber, ja, weil sonst vergisst man es, der ist sicher, hoffe ich. Denn man muss sich immer im Klaren sein, jede Eingabe, die ein Benutzer macht, jede, auch im Filter, im Suchfilter, kann nicht, vielleicht nicht unbedingt nur heißen Leopoldstraße, sondern es kann da irgendwas stehen, was am Schluss auf der Platte ein Format C durchführt oder so. Und das abzufangen, dazu haben wir die Möglichkeiten, indem wir bei jedem in der Datenbank alles quoten. QN, Quote Name, das quotet
sämtliche Namen, sämtliche Tabellen, sämtliche Spalten. Ich habe das Casten bewirkt, dass hier zum Beispiel nur ein Integer daherkommt, angenommen wird. Auch wenn der Benutzer in Search vielleicht Format C reingeschrieben hat. Ich erwarte ein Int. Und wenn ich kein Int bekomme, dann ist es halt ein Fehler. Aber ich bekomme hier keinen zweifelhaften String. Das Quote selber, also Q, macht aus der Eingabe einen String, egal was drin steht. Und vermeidet zu sein, wenn jetzt jemand reinsteht, shortcode.exe, dann bekomme ich halt den String shortcode.exe, aber der tut nichts. Filtern. Dazu gibt es vor allem das Filtern von Eingaben in einem Editor. Denn wenn ein Benutzer was in einen Editor reinschreibt und schön gestaltet und mit Anführungszeichen selber versieht, dann kann ich nicht mehr einfach hinten und vorne ein eigenes Anführungszeichen rummachen, da würde das recht bescheiden ausschauen. Und in dem Fall verwendet man den Filter, den Joomla selber zur Verfügung stellt. Bei den Ausgaben dann, wenn wir in den Views die Displays machen, verwenden wir Escape. Oder wenn das nicht zur Verfügung steht, also zum Beispiel in irgendwelchen Plugins oder Modulen, dann kann man eben das HTML Special Code, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, das kopiert ihr, aber sauber. So, damit bin ich jetzt eigentlich am Ende von dem, was ich euch mitgeben wollte. Also einfach Tipps, die ihr im Hinterkopf behalten und bei der Entwicklung einsetzen sollt. Jetzt noch zwei Sachen, die ich gelegentlich vergesse und falsch mache. Und deshalb gebe ich euch das jetzt mit. Das ist das, wenn ihr Komponenten weitergeben wollt, testet von Anfang an eure Installer und Uninstaller und nicht erst am Schluss. Und wenn ihr etwas direkt mit SQL auf der Datenbank machen wollt, dann überlegt euch das vorher gut. Denn Joomla ist nicht mehr so wie in der Version 1.5, einfach Tabellen geradeaus, sondern es ist alles miteinander vernetzt und es sind nested Sets. Wenn es euch einfällt, zum Beispiel im Content was zu löschen, was passiert dann? Dann bleiben in den Assets zum Beispiel, in der Asset-Tabelle, bleiben die Einträge stehen. Diese Einträge in den Asset-Tabellen, wo die Sicherheitsmechanismen angesiedelt sind, verweisen aber auf den Content. Also wenn ihr im Content was löscht und ihr lasst den Asset-Satz stehen, ja, meistens passiert gar nichts, aber es ist eben eine unsaubere Geschichte. Oder in Kategorien zum Beispiel, diese nested Sets mit den Left- und Right-Werten. Wenn man da einfach was löscht, dann durchbricht man diese Struktur. Und das führt dann zu unvorhergesehenen Fehlern. Deshalb ist es wichtig, den Deinstaller und den Installer immer sorgfältig und sauber zu testen. Damit man nicht, wenn man es beim Kunden einsetzt, erst hinterher damit rumfrickeln muss. Und ganz wichtig, wenn ihr testet, testet von Anfang an in verschiedenen Rollen. Man ist auch so eine dieser Kopiersachen. Man kopiert sich immer schön mit can edit then oder can change oder can create. Das
Man kopiert die XML, man kopiert sich die Backend-Listen, alles wunderbar. Aber als Entwickler arbeitet man ja immer als Superuser. Und dann setzt man es ein und der Kunde sagt, ja, und jetzt, also der darf das, aber der darf das nur, wenn das und das, und der darf überhaupt nichts. Und dann steht man da und hat vielleicht nicht verstanden, was man kopiert hat. So, und dann wird es schwierig. Also das in verschiedenen Rollen zu testen von Anfang an, das lege ich euch sehr ans Herz. So, jetzt bin ich eigentlich am Ende meiner Session, fast, und möchte euch noch so einen Spruch, den ich bei Joomla ungeheuer passend finde, ich glaube, das ist Kierkegaard. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Man programmiert einfach mal drauf los und versteht oft erst später, warum jetzt eigentlich wirklich was so funktioniert im MVC. Warum habe ich das jetzt beim Controller ein anderes Model holen müssen? Naja, man macht das halt einfach mal, weil es so sein muss. Aber wirklich verstehen tut man es dann oft erst hinterher, wenn das Ganze nochmal durchgeht. Ja, also dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Also mit Fragen wird es jetzt ein bisschen schwierig, aber vielleicht, Hannes, kannst du Fragen beantworten? Komm her. Wenn Fragen sind. Komm her und antworte, wenn jemand fragt. Falls jemand eine Frage hat, dann können wir gerne noch auf was eingehen. Ja, das sind schon keine relationellen Datenbanken, gibt es in der Tabelle, sind ja nicht verknüpft. Gibt es eine Dokumentation, wo ich sehe, welche Tabellen miteinander verknüpft sind? Das steht in den Kommentaren in der Tabelle. Meistens, genau. Also es gibt in den SQL-Daten, wo die Tabellen angelegt werden, gibt es meistens Kommentare dabei. Das ist, muss ich gestehen, ein bisschen das, was bei Joomla noch fehlt. Aber es gibt zu verschiedenen Tabellen in der Dokumentation, in der Docs, in der Org, entsprechende Beschreibungen. Also das ist zu den Tabellen. Ja, also Joomla macht jetzt nichts irgendwie großartig, besonders wenn man da dann reinschaut. Das meiste erklärt sich von selbst. Wie gerade angesprochen, es wird häufiger das Nested Set-System eingesetzt, das Pattern. Das sollte man sich einmal anschauen. Man muss nicht vielleicht ganz verstehen, aber zumindest wissen, okay, die und die Felder gehören halt dazu. Ansonsten, ja, das meiste andere erklärt sich von selbst. Ist glaube ich möglich, mal ein Slipchat zu was löschen, da einfach mal Verbände in der Kommentaren anschauen. Ja, das lernen, was schon geht. Genau. Also, okay, zu spät ist. Das ist einfach mehr Berg. Genau. Wenn das nichts ist, dann sehen wir uns vielleicht gleich bei meinem Vortrag.